Das Thema von heute ist: Glauben Muslime an das Evangelium? Wenn wir vom Evangelium hören, denken wir meistens an das Neue Testament, an das Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes Evangelium. Glauben Muslime an diese Evangelium, an Evangelien oder an ein Evangelium davon? Die Antwort ist nein. Wir Muslime glauben, dass das Neue Testament entstellt ist. Dass das Neue Testament im Allgemeinen vielleicht einige akkurate historische Inhalte und Informationen beinhaltet. Aber wir glauben, dass das Neue Testament im Allgemeinen nicht das authentische Wort Gottes ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Sure 2, Vers 79, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denjenigen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dies ist von Gott, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Und ich zitiere an dieser Stelle kurz Bart Ehrmann aus seinem Buch Zerspiegel Jesus, wo er beschreibt, warum er nicht an das Neue Testament glaubt. Erstens Widersprüche. Er schreibt auf Seite 314 vom Buch Zerspiegel Jesus von Bart Ehrmann: Ich erkannte, dass es eindeutige Widersprüche zwischen den Schriften des Neuen Testamentes gab. Manchmal konnten diese Widersprüche miteinander in Einklang gebracht werden, wenn man sich nur genug anstrengt und seine fromme Vorstellungskraft einsetzte. An anderen Stellen konnten die Widersprüche aber nach meinem Dafürhalten nicht miteinander in Einklang gebracht werden. Auch nicht mit den fantasievollsten Erklärungen. Beispiel: Jesus stirbt nach Markus und nach Johannes an unterschiedlichen Tagen. Ja. Weiter erkannte ich, dass es bei diesen Unterschieden nicht nur um einige Kleinigkeiten hier und da ging. Manchmal haben unterschiedliche Autoren in wichtigen Fragen völlig andere Anschauungen. Zweifelte Jesus auf seinem Weg zum Kreuz und war er verzweifelt, wie bei Markus? Oder war er ruhig und beherrscht auf dem Weg zum Kreuz, wie bei Lukas? Stellt Jesus tot ein Opfer für die Sünden dar, wie bei Markus und Paulus, oder nicht, wie bei Lukas? Vollbrachte Jesus Zeichen, um zu beweisen, wer er war, wie bei Johannes? Oder weigerte er sich, so etwas zu tun, wie bei Matthäus? Müssen Jesu Anhänger das Gesetz halten, wenn sie ins Reich Gottes gelangen wollen, Matthäus? Oder müssen sie es keineswegs, wie bei Paulus? Also erstens Widersprüche. Zweitens, Falschverfasser. Außerdem wurde mir klar, dass viele der neutestamentlichen Schriften nicht von den Menschen verfasst wurden, denen sie zugeschrieben werden. Matthäus und Johannes oder von den Menschen, die behaupteten, sie geschrieben zu haben. 2. Petrus, 1. Timotheus. Die meisten dieser Schriften scheinen nach dem Tod der Apostel verfasst worden zu sein. Nur 8 der 27 Schriften sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von den Menschen geschrieben worden, die der Überlieferung nach ihre Verfasser sind. Und er war ein evangelikaler Christ gewesen, Bart Ehrmann. Er hat Griechisch studiert, ist ein Spezialist für das Neue Testament. Drittens, jahrzehntelang nur mündlich überliefert. Drittens, die Evangelien halten überwiegend keine neutralen Tatsachen über Jesus, sondern Geschichten, die bereits jahrzehntelang mündlich überliefert worden waren, bevor sie niedergeschrieben wurden. Dementsprechend ist es sehr schwer zu sagen, was Jesus wirklich verkündet hat und erlebt hat. In der Forschung sind Methoden entwickelt worden, diese Probleme zu umgehen. Dann viertens, andere Evangelien. Den frühen Christen stand eine Menge anderer Evangelien, Briefe, Akten, Apostelgeschichten und Apokalypsen zur Verfügung. Viele behaupten, von Aposteln verfasst worden zu sein, und oberflächlich betrachtet ist dieser Anspruch genauso oder genauso wenig plausibel wie der Anspruch der Schriften, die schließlich das Neue Testament bildeten. Darum stellt sich die Frage, wer entschieden hat, welche Bücher ins Neue Testament gelangen sollten, auf welcher Grundlage diese Entscheidung gefällt wurde. Sind nicht apostolische Schriften möglicherweise durch Kirchenführer in den Kanon gelangt, die es einfach nicht besser wussten? Sind Schriften, die in den Kanon hätten aufgenommen werden sollen, möglicherweise außen vor gelassen worden? Diese Frage sollte sich jeder Christ stellen. Warum glaubst du, dass die 27 Bücher des Neuen Testamentes wirklich die Bücher sind, die richtig sind? Warum glaubst du nicht, dass die Bücher, die noch im Umlauf waren, die Evangelien, die noch im Umlauf waren, dass sie die wahren Evangelien waren? Wer hat das entschieden?
Was ist die Grundlage dafür? Was macht dich sicher, dass es genau diese Evangelien sind, bei all den Widersprüchen? Fünftens, die Erschaffung des christlichen Kanons war nicht die einzige Erfindung der frühen Kirche. Eine ganze Reihe theologischer Auffassungen wurde geschaffen, nicht zu Jesu Lebzeiten oder durch die Lehren seiner ursprünglichen Apostel, sondern später, als die christliche Kirche wuchs und sich in eine neue Religion verwandelte, statt weiter eine jüdische Sekte zu sein. Diese theologischen Auffassungen umfassen einige der wichtigsten christlichen Lehren, wie die des leidenden Messias, der Göttlichkeit Christi, der Trinität. Das, was Bart Ehrmann sagt, jemand, der ein Spezialist ist für das Neue Testament, der selber ein strenggläubiger evangelikaler Christ gewesen ist. Deswegen die Frage an alle Christen: Was macht euch sicher, dass das wahre Evangelium von Jesus mit in die Bibel aufgenommen wurde und nicht durch den Apostel Paulus abgelehnt wurde? Es wird vielleicht der ein oder andere sagen, es gab keine anderen Evangelien, die im Umlauf waren. Dann lesen wir uns mal kurz den Brief des Apostel Paulus an die Galater durch. Der Apostel Paulus schrieb an die verschiedenen Gemeinden Briefe, um sie zurechtzuweisen. Er schreibt hier, der Anlass des Briefes, Galater 1. Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch auf die Gnade Christi berufen hat, und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Das heißt, da war ein anderes Evangelium im Umlauf. War dieses Evangelium eventuell das wahre Evangelium von Jesus, was später nicht mit in die Bibel aufgenommen wurde, sondern durch die Kirche, der Vorläufer der heutigen katholischen Kirche, abgelehnt wurde? Ja. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Okay, wer gibt uns jetzt die Garantie, dass nicht der Apostel Paulus die christlichen Schriften verfälscht hat? Und dass das Evangelium, von dem er hier redet, was angeblich gefälscht ist, nicht das authentische Evangelium ist? Dann in Vers 11. Das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ist jetzt ein Beweis dafür, dass das Evangelium von ihm richtig ist, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Kann ja jeder behaupten. Was ist dein Beweis, lieber Christ, dass der Apostel Paulus wahrlich ein Prophet gewesen ist, ein Apostel gewesen ist? Wo laut Matthäus 5,17, man sich an alle Gesetze halten muss, der Apostel Paulus diese ganzen Gesetze zunichte gemacht hat, mit einer neuen Theologie, die seit Genesis-Abfassung ca. 1500 oder 1200 Jahre vor Jesus nicht gab. 1500 Jahre vor Christus oder 1200 Jahre vor Christus, in diesem Bereich, wo das erste Buch der Bibel, Genesis, niedergeschrieben. Und kein einziges Mal gibt es einen trinitären Gott, gibt es einen Opfertod, gibt es einen Messias, der für die Sünden der Menschen stirbt und als Gott auf die Welt kommt. Und plötzlich kommt jemand, ändert die ganzen Gesetze. Und plötzlich ist Gott auf die Welt gekommen, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Wenn Adolf, und wer war Apostel Paulus? Der Apostel Paulus war jemand, der die Anhänger Jesus verfolgt hat. Stellt euch mal vor, Moses wäre Adolf Hitler erschienen. Adolf Hitler, nachdem er so viele Juden umgebracht hätte, würde sagen, ja, mir ist Moses auf dem Weg nach Berlin erschienen und der hat mir gesagt, du bist jetzt ein Apostel von mir. Und dann fängt Adolf Hitler an, Briefe zu schreiben. Und dann nehmen die Juden diese Briefe mit in ihre Bibel auf. Möge Allah uns bewahren. Und möge Allah uns die Wahrheit als wahr zeigen und uns helfen, sie zu befolgen. Und möge Allah uns das Falsche als falsch zeigen und uns helfen, es zu vermeiden. Man kann das alles selber nachlesen. Lest euch Galater 1 beispielsweise durch. Und ich empfehle euch dieses Buch zur Wahrheitsfindung Jesu im Zerspiegel von Bart Ehrmann, der selber einen schmerzlichen Glaubensverlust mitgemacht hat, der ein Spezialist ist für das Neue Testament, der Griechisch perfekt beherrscht und der sich mit den Manuskripten beschäftigt hat.
أقول قولي هذا وأستغفر ذلك لكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.